Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selvi, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich... Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich fast verhungert bin, hast du was unternommen. Ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Stimmt nicht, Selvi. Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich habe. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, ne? Was denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich habe doch noch bestellt und zwar aber weil... ich wollte heute mit dir hierher. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ach, die lutscht lieber aus wie eine Kabelsonnentüte. Ja, wie es mit sich machen lässt. Das sagt gerade der